Weil wir sind jetzt auf dem Weg zum Leibarzt für die Blutentnahme. Ist hier eine Flasche Ringanlösung, das heißt, es ist isoton, da platzen die Blutkörperchen nicht drin. Dann ist es natürlich sehr hell, wenn ihr damit malt, wenn ihr da mal ein kleines bisschen Blut, also eigentlich 3 Tropfen reintut, dann ist das schon rosa. Ja, das ja, geht ja bei Blut echt schnell. Wie viel wollt ihr denn abgenommen haben? Naja, ja, pro Buchstaben mal solchen, oder? 7,5 Milliliter ist in einer drin dann nachher. Wobei wir bräuchten eigentlich die Kanülen, also die Stahlkanülen, die wir nennen. Ich kann aber nicht einfach die Schiebe-Kanüle. Und dann brauchen wir nicht so viel Plastik. Oh ja, wir sind hier noch genügend hier. Sehr schön. Ist das ist 4,5, das sind dann 75 Milliliter von euch beiden zusammen. Und mit moderner Gerätemedizin hat es hier gar nichts zu tun. Also tun als ob. Du wirst nicht, dir wird normal. Wenn ich da mal was gefunden habe. Das läuft es meistens schon. Zu 6 Schaden. 6 hat man bei meinem Neuler, oder? Ach ja. Das wird gehen. Dann, Moment. Das ist eine Glas in die Bewegung. Ein Pizza. 1, 2, 3. Was stimmt? Ganz weiß. Ja, da bin ich davor, dass wir. Das Kesselfleisch. Das ist schon abgenommen. Und das Blut nehmt ihr jetzt mit zum Fuchsloch? Das ist schlecht, dann ist so bereit. Da muss man ein bisschen länger Zeit mitbringen. So. Also schütteln und abbrechen einfach, ne? Schütteln und das runde Ding. Okay. Schön gemischt. Der Herr Meuler ist gleich verstanden, er hat nicht nachgefragt. Ja, ja, das ist ein Profi. Schaut ganz anders aus, also schau mich bei dir. Das ist die ganze heiße Luft, die sich gestaut hat. Ja, auch schon selber draufgegangen. Soll ich es einpacken oder wollte ich das tun? Hier ist unser Paket, hier ist die Verbindungsringerlösung. Und hier ist unsere Reisetasche, hier sind unsere Pinsel. Hier ist das Malmaterial und hier sind unsere Spitzen. Danke sehr. Und hier ist jetzt auch gesagt, Samstag gehabt. Wann ist das denn? Aber so? Okay. Also jetzt haben wir uns 400 Milliliter Blut abnehmen lassen oder sowas. Jetzt haben wir Scheufälle. Fleisch zugefügt. Genau. Und insgesamt 3 Bier. Also genau, also gemeinsam 3 Bier. Und jetzt zur Plakatwand hin, wo wir jetzt einen sinnfälligen Satz mit unserem eigenen Blut applizieren werden, und es wird garantiert ein Blutbad, denn die schönen Blutbehälter, die uns unser Leibarzt mitgegeben hat, sind nur die Gefäße, woraus wir dann das Blut hinausfüllen müssen, hinausziehen mit Kanülen, die nichts taugen.
So, hi. Hi. Willst du übernehmen? Ja, also von einer Position. Lass dich nicht überfahren, sonst haben wir mehr Blut, als wir brauchen. Aber schon mit rankommen, weggehen. Ja, groß. Naja, ich führe. Soll ich mal ein Ding hinmachen? Willst du das Ding hinmachen? Mach mal ein Ding. Aber fang schön rechts oben an. Links oben. Sind wir hier nicht im Blutradio-Monster. Und dann. Dass mir da der Platz ausgeht. Wo jetzt? Naja, wo ist halt hin? Ja, ja. Es grünet ein Nussbaum vor dem Haus. Duft dich, duft dich, räumt der Wind durch die Kann man das lesen? Ja, der Mann muss hier aufs Fahrrad fahren. Ach, der ist mit uns auf der Straße überfordert. Kann man nichts. Entschuldigung, kann man das lesen? Nee. Wenn es mir nicht gesagt hätte, wäre mir nicht aufgefallen, dass da was steht. Ja, aber jetzt, wo sie es wissen, da
Nee, also ich dir doch ein bisschen stärkere Schriften hin. Ja, oder vielleicht sonst leuchten. Leuchten in der Nacht? Blinken. Okay, alles klar, danke. Okay, aber ich würde es beobachten die nächsten Tage.